Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. War es okay, die Ouvertüre? Ja, okay, mach's noch einmal. 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht für ein drittes Mal, aber... Oder fanden Sie es zu laut? Ja, war es zu laut? Ja, wir haben auch eine Seniorenversion von diesem Stück. Da muss man mit rechnen, nicht mit der Vergreisung. Also, 1, 2, 3. besser. Dankeschön, viel besser. Ja, ihr wisst. Jungs, nimm mal die Sonnenbrille ab, das sieht so heftig aus. Ist nicht. Also. Aber Sie sind ein musikalisches Publikum, meine Damen und Herren, sollte ich sagen. Und das stimmt natürlich auch. Aber was haben Sie lieber? Haben Sie lieber klassische Musik oder Jazz oder Pop? Jazz? Dann haben Sie die falsche Karte gekauft. Kann man das kombinieren? Klassisch und Jazz, geht das? Jazz, go, Klassik. Bach, können wir Bach machen? So ein bisschen Jazzy Bach. Kennen Sie etwas von Bach? Kennen Sie dies von Bach? Können Sie es mitsingen dann so? Das tut mir leid, das ist noch einmal. Das ist schade, das ist schade. Das geht anders. Summertime bei Bach. Aber Bach swingt, nicht? Das kann man swingend spielen. 1, 2, 3, 4. Bach. Wirklich. Aber wir haben in Holland so eine gewisse Bach-Tradition. Es wird viel Bach gespielt in Holland. Wir haben sogar eine Karaoke-Version der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Mit Ostern singen alle mit, so mit Anzüge, Donner und Blixen. Aber Sie kennen all diese Melodien, das sind deutsche Melodien. Haben Sie Ouvertüre, haben Sie die auch erkannt? Was war es von Mozart? Ja, es ist Beethoven, klar, aber was war es von Mozart? Das ist interessant. Keine Ahnung, aber das war Beethoven 5., ne? 5. Sinfonie von Ludwig van... Das ist fast Popmusik, nicht? Das ist so berühmt, das kennt jedes Kind. Das war Popmusik. Klassische Musik gab es früher noch nicht, also das... nein, das haben wir erfunden, aber Beethoven war sich da nicht davon bewusst, ne? Er war ein Popmusiker. Beethoven hat sehr viel improvisiert, als Kind schon so... Yeah. Cha, cha, cha. Das ist Beethoven. Dankeschön. Top. Hat er für seine Cousine Nenak hat er das komponiert. Für Nena heißt das Stück. Es ist nicht alles wahr, was ich spiele, meine Damen und Herren, aber das wissen Sie besser als ich natürlich. Das sind deutsche Meister, nicht? Beethoven, Haydn und so. Das sind Österreicher, ne? Ja, eigentlich die größte deutsche Meister sind Österreicher, aber wir... Mozart auch. Das war doch... Ja, das Applaus entwickelt sich jetzt auch nicht mehr, aber... Aber das war vor einiger Woche war da das Thema. War Mozart ein Deutscher oder ein Österreicher noch? Adenauer hat es gewonnen, er ist der berühmteste Deutsche. Aber Salzburg war damals neutral, aber nicht deutsch. Und man hört es auch an die Musik. Die kleine Nachtmusik von Mozart ist sehr österreichische Musik. Das ist österreichisch. Wenn es in Deutschland komponiert wäre, klingt es ganz anders, nicht? Es ist ein Klischee, aber es funktioniert. Ne? Aber das Ende, das kennen Sie nicht. Das können Sie hier nicht machen, das ist eine Musikhalle. Oder? Das ist, aber wir können das alle zusammen singen, meine Damen und Herren. Das kann noch lauter gesungen werden, glaube ich, oder? Kann noch besser. Oh. Wenn er lacht, ist es neu, meine Damen und Herren. Dann ist es... Wollen Sie noch etwas anders singen vielleicht? Ja, wir haben doch nichts anderes zu tun. Vielleicht ein Lied von Schubert singen. Was kennen Sie von Schubert? Etwas von Mozart? Entschuldigung? Ich habe hier ein Video gelacht, kennen Sie das? Wandern von Schubert, kennen Sie das? Vielleicht können Sie es hochhalten, ja? Das kennt jeder, nicht? Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern, das Wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, der niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Ja, gut. Wunderschön. Dankeschön. Hier. Das sind Gutscheine für ein Getränk. Das ist 20 €. Aber deswegen sind Sie alle nicht gekommen, meine Damen und Herren. Sie sind gekommen wegen die klassischen Komponisten. Habe ich in die Marktuntersuchungen gelesen. Und, aber Beethoven, das haben Sie erkannt, nicht? Dieses Stück. Das ist wirklich Popmusik. Beethoven war ein Popmusiker. Beethoven hat das Gehör eines Popmusikanten. Und, ja. Ist wirklich so. Wirklich. Es ist wahr. Er hörte nichts, kein. Er hat auch die verrücktesten Sachen komponiert damals. So. Er hört es nicht, keine Ahnung. Und er war trotzdem seine Zeit weit voraus. Aber Beethoven hat seine Karriere gestartet bei Deutschland sucht einen Superstar. Kennen Sie die Show? Und stellen Sie, Beethoven kommt auf die Bühne mit seiner Mutter und sagt Dieter Bohlen auf der ersten Reihe, um das alles zu beurteilen. Und Beethoven begleitete sich selbst, nicht? So am Flügel. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Er hörte das nicht. Konnte nicht dafür. Helmut Lotti macht das absichtlich, aber er hört es nicht. Oh. Haben wir Lotti-Fans im Haus, meine Damen und Herren? Niemand? Oh, zwei hier. kommt aus Belgien, ne? Merken Sie das, er kommt nicht aus Holland. André kommt aus Holland und... Rieu meine ich nie, André Rieu doch. Ja. Er hat als Geiger angefangen bei Metallica, nicht? Und so. In Holland wird er Chopin genannt. Aber... Ja, ist toll, was André tut. Sie kennen all diese Witze natürlich, aber er macht es noch immer. Er spielt jetzt auch in Amerika, André Rieu live in Manhattan so. Ja, so iets. Donau. Aber der spielt, Beethoven spielt er großartig so. Er kennt ihn nicht, aber... Und Helmut Lotti ist vergleichbar, nicht? Er singt, Helmut Lotti singt Operausschnitte phonetisch. Ja. Ja, es klingt italienisch. So berühmte Arie so. Donna immobile, mal più al vento, molto d'accento e di pensier, sensuo amabile. Das ist nicht einfach, was er tut, meine Damen und Herren. Das ist nicht einfach. Stimmt nicht. Nein, in 2 Tonarten zu gleicher Zeit zu singen, das ist... Aber wie gesagt, Beethoven ist ziemlich weit gekommen. Aber Sie kennen all diese Stücke von Beethoven nicht, diese... Ja, das hat er nur nicht aufgeschrieben, aber... Man muss auch etwas für sich selbst behalten, natürlich. Und... Aber dann kennen Sie, wenn Sie Beethoven-Liebhaber sind, kennen Sie diese Melodie auch. Nicht? Haben Sie die Melodie jedenfalls erkannt? Ja, das ist Franz de Gall, was Sie da singen. Poupée de Cire, Poupée de Son. Und die spielte auch viel Beethoven, Franz de Gall als Kind. Aber so geht das anders. Ne? So. Das ist wieder etwas anders. Bach. Wenn Sie Franz de Gall lieben, dann kennen Sie diese Melodie von Mozart auch. Das war Mozart. Alles Popmusik. Natürlich. Das waren alle Popmusiker. Mozart war ein Idol, nicht? Und Schubert auch so. Schubert hat... Merci, Chérie. Das ist nur nicht aufgezeichnet, aber Sie kennen all diese Melodien. Haben Sie diese Melodie auch erkannt? Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das geht alles so schnell. Aber dies kennen Sie bestimmt, dies kennen Sie bestimmt. Handy? Ja. Das ist ein Handy. Was für ein Handy? Nokia? Nein, Nokia, das geht so. Das ist Nokia. Das ist ein normales Handy. Aber die Nokia-Melodie kommt von Chopin. Ja. Das klingt toll, wie Sie lachen da, ne? Das klingt wie ein Lockruf aus einer Naturfilm. Ich habe ein Weibchen entdeckt, meine Damen und Herren. Aber haben Sie die Handys ausgeschaltet? Warum? Schade ist, das finde ich immer so toll. Ja, wenn hier jemand im Publikum sitzt und dann... Hallo mit Bach. Es gibt so viele Tunes, nicht? Man kann die sogar von Internet downloaden, nicht? Ringtones nennen wir das, nicht? André und ich. Man hat sogar katholische Ringtones. Ja, Protestanten haben das nicht. Die haben immer so auf Vibrationsalarm stehen, nicht? So. Ein guter Protestant hat 2 Handys, nicht? Kann ich sich selbst anrufen. Aber Nokia ist von Chopin komponiert worden. Das ist... Wer hat das komponiert? Wissen Sie das? Haydn, Joseph Haydn. Ja, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das war Haydn. Ich habe die Reihenfolge von heute Abend, wenn Sie Lust haben, mitzulesen. Wir haben die Ouvertüre jetzt gehabt. Sehen Sie da oben? Was kommt danach, nach der Ouvertüre? Ende, das Ende. Ah, toll. Und was steht dahinter, Ende? Zentimeter. Cm. C-Moll ist das. Das ist ein Musikabend, nicht? Das ist kein Obi-Abend, und wir nennen das so. Wir nennen das so, André und ich, ja? C-Moll. Und er mehr als ich eigentlich. Und C-Moll, das klingt so, nicht? Aber wir machen das Ende in C-Moll, ja, in Zentimeter eigentlich, besser. Hier haben Sie auch einen Gutschein für so einen guten Witz. Guck mal aus. Dürfen wir die behalten, das Witz, Zentimeter? Das Ende, 1, 2, 3, 4. Hyperaktiv. Yeah, come on. War das Ende. Dankeschön. Ja, ist toll. Aber das kennen Sie natürlich auch, diese Melodie. Meine Großmutter hat da immer gesungen auf Holländisch. Heb die de Haare op, of Tau. Aber das funktioniert hier nicht, aber dies... Niemand weiß, wer es komponiert hat. Es kann Mozart sein, so... Ich kann das nicht beweisen, aber er kann es benutzt haben. Beethoven hat es sicherlich benutzt. Das ist bestimmt wahr, ja. Beethoven. Dankeschön. Am nahesten kommt Tschaikowski mit dem Nussknacker. Sicher ist es nicht. Aber es sind so kleine Leitmotiven, meine Damen und Herren. Sie kennen all diese Leitmotiven. Wir nennen das Leitmotive, Richard Wagner und ich. Und ich spiele mal ganz gerne einige Leitmotiven. Mal gucken, ob Sie die kennen. Kleine Bausteine sind das so. Das ist zu spannend. Da ist nichts zu gewinnen. Also... Das sind kleine Sachen. Flohwalzer, ist das sicher? Haben Sie noch eine andere Idee? Entschuldigung? Golliwox? Nein, das geht so. Das ist von Claude Debussy, meinen Sie, nicht? Nein, das war nicht, das war Flohwalzer wahrscheinlich, ja? Ja, Flohwalzer ist gut. Das ist nicht mein Land natürlich, aber bei uns wird das so gespielt. Das Umgekehrte von Flohwalzer, kennen Sie das auch? Niemand? Entertainer? Ja. Und dann, wie geht's weiter? Ich werde es versuchen zu spielen, wie Sie es singen, meine Damen und Herren. Mal gucken, ob das geht. Ja, Entertainer. Dankeschön. Sie haben ein gutes Gehör. Sie haben ein gutes Gehör, meine Damen und Herren. Können Sie diese Melodie ergänzen? So. Es war schön gesungen, aber es war nicht gut. Das war's. Was haben Sie gesungen? Die Sonate Facile. Da, 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 da. Habe ich nicht gespielt. Ah, jetzt schon, aber jetzt ist schon spät. Aber wenn Sie Mozart-Liebhaber sind, kennen Sie diese Melodie auch, denke ich. Ich dachte, es ging gut, aber es ging in die falsche Richtung. Und wir nennen das, meine Damen und Herren, Franz Schubert und ich, wir nennen das ein Impromptu. Ja, wissen Sie das auch wieder? Ein Impromptu ist eine Komposition, die in eine Richtung geht, die der Komponist nicht erwartet. Und dies war so ein Impromptu, die Sie gesungen haben. So. Aber wenn Sie das so singen, singen Sie dies wahrscheinlich auch anders so. Ich hasse Ivor. Elfenbein, ich mag es nicht. Aber da... Aber dann kennen Sie dies. Sie haben Mendelssohn gesungen, nicht? Hochzeitsmarsch. Aber dann kennen Sie dies bestimmt so. Sie machen es absichtlich, glaube ich, oder? Wirklich. Schlimm. Ah. Ich höre zwei Melodien durcheinander. Ich höre O Tannebraut. Und da kommt der Baum. Und O Tannebaum falsch gesungen. Das geht nämlich so, das weiß ein Kind. So, O Tannebaum, O Tannebaum, O Tannebaum. Mit, ja? 1, 2, 3. Ja, gut gesungen. Top. Dankeschön. Wunderbar. Ich möchte noch ein anderes klassisches Stück spielen, denn deswegen sind Sie gekommen, wegen die klassischen Komponisten. Oder wollen Sie noch einen anderen Komponist hören? Welche wollen Sie unbedingt hören? Entschuldigung? Habe es nicht verstanden, was? Sie hat gesagt Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Hat er was komponiert dann, oder? Dieter Bohlen, kennen Sie den? Ist gestohlen. Ja, auch vielleicht Operkomponisten, lieben Sie Operkomponisten? Puccini, Verdi, Verdi ist schön. Was kennen wir von Verdi? Aida nicht. Traviata, wer hat Aida komponiert? Elton John, ja. Man würde es denken heutzutage, nicht? Es ist gerade in Premiere gegangen, in Essen, glaube ich, die Aida von Elton John. Sir Elton John. Und da ist dieselbe Geschichte, auch die schöne Geschichte von Aida, ist da auch die Tochter eines äthiopischen Königssohns, Ramses. Und es spielt auch in Ägypten, nicht? In das, bei Luxor und so, und bei dieser Pyramide. Und da kommt Aida mit das Gefängnischor. Nein, das ist also eine andere Oper von Elton John aus Ossobuco. Und Ossobuco, sehr berühmt. Und da kommt Aida da und das Volk singt dann für Aida so: Aida, I just kissed a girl named Aida, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Scheint Aida auf diesem Balkon dieser Pyramide. Don't cry for me, oh Aida. Dann geht sie hier runter so. Und dann erscheint Elton John auch. Nein, erst hört sie ein Signal in der Wüste so. Das ist Elton John, der will auch noch was singen. Sieht gut aus, ne? Elton John so. It's a little bit funny that I wrote this piece my story, but I do what I please. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. Das ist wieder ein anderer Kollege, ne? Dieter Bohlen auf der Suche nach Talent. Geh mal mit, Jungs. So ist die moderne Musik entstanden, ne? Stevie Wonder auf der Suche nach die Tasten. Lieben Sie moderne Musik, meine Damen und Herren? Kennen Sie moderne deutsche Komponisten? Stockhausen? Und was hätten Sie gern von Stockhausen? Entschuldigung? Ein Klavierstück von Stockhausen spiele ich ganz gerne. Ja, das reicht. Gut. Tolle Musik. Wie kam ich da? Oh ja, Aida haben wir gespielt von Verdi. Mir egal. Und jetzt wollen wir weitermachen mit das dritte PC. Dritte Pianokonzerto von Beethoven in Zentimeter. Ja, das dauert glücklicherweise nicht lange. Und das ist aus 1803, stellen Sie sich vor, das ist mehr als 200 Jahre alt. Da seien Sie so nett, würden Sie vielleicht viermal voraus ticken, so viermal, um das Tempo zu... Gucken Sie auf. Das sind so Klappstühle, sind das nicht? Wir haben 1800 Klappstühle. Also viermal voraus, um das Tempo zu bestimmen, bitte. Wenn ich sitze noch. Funktioniert immer, überall. Bitte denken Sie gut nach über das Tempo. Das ist nicht das fünfte, es ist das dritte PC. Also viermal voraus, bitte. Sie klatschen gut, meine Damen und Herren. Aber das war das falsche Stück. Ist nicht Ihre Schuld, aber es soll eigentlich wesentlich schneller getickt werden. Beethoven nennt es selbst ein Allegro al dente, also wirklich molto versace, also mit das kann noch schneller. Also. Zu schnell. Behalten Sie. Wir kommen noch da auf später. Aber das ist ganz wichtig, dass das Tempo gut ist. Ich dachte, das geht von selbst, denn klassische Musik ist so populär im Moment, überall. Es ist wirklich ein riesen Markt geworden. Und auch in China zum Beispiel. Ein Riesenmarkt dazu gekommen. Millionen von Chinesen lieben klassische Musik. Aber die spielen es anders, nicht? Die Musik von Mozart und Beethoven und so, das wird alles... Schröder ist deswegen auch so viel in China gewesen, um neue Verträge zu verhandeln. Und die spielen alles anders. In China spielen die nur mit 5 Tasten, nicht? Ist das nicht wahr oder so? Oder was? Wenn man nur schwarze Tasten spielt, spielt man chinesische Musik. Weltmusik, wirklich. Das war nicht chinesisch, aber das war Mussorgsky, glaube ich, nicht? Pictures of an Exhibitionist. Also, Pictures einer Exhibitionisten wird meistens ausgeführt in einem fahlgrauen Regenmantel, der von vorne so Aber chinesische Musik ist sehr einfach. Aber wie soll man dann Mozart auf Chinesisch spielen? Dann klingt das ganz anders. Nicht? Aber Sie kennen all diese Melodien. Was in China auch sehr populär ist, das ist die schwierige Komponisten, schwierige russische Komponisten. Welche Komponisten finden Sie schwer, meine Damen und Herren? Entschuldigung? Manilow. Rachmaninow? Welches Problem haben Sie mit Rachmaninow? Spielen Sie es selbst? Das geht noch, Herr Rachmaninow, es gibt schwierige Stücke, aber das dritte Klavierkonzerto von Rachmaninow. Ohne Orchester ist es nicht interessant. Das geht noch, aber was sind schwierige russische Komponisten? Mussorgsky, Strawinsky, ja, Igor Strawinsky. Strawinsky auf Chinesisch ist das sehr populär. Ich spiele mal ganz gerne für Sie die Sackler von Strawinsky. Das ist ein Ballett, das ist auch Tanzmusik, da wurde auch getanzt, aber dann so modern, nicht so von... Dann ist man befruchtet, wenn man das so macht, nicht? Das ist ein Befruchtungsritual, nicht so... So ging das früher. Aber... Bitte, wenn es zu schwierig wird, geben Sie ein Zeichen, nicht? Ein Schrei oder etwas, dass wir wissen, wie weit wir gehen können. Und du spielst einfach das, nicht? Was du den ganzen Abend schon tust, nicht? Ist nicht mal angeschlossen, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4. Geht's noch? Geht noch? Hey. Hey. Ah, ist toll. Freut mich, dass Sie die Musik mögen, meine Damen und Herren. Und, aber was in China auch sehr populär ist, die machen keinen Unterschied, nicht? Das ist die schwere deutsche Komponisten, die so lange dauern und so. Welche meine ich? Wagner, Mahler und so, nicht? Mahler so. Schläfst du noch? Ganz unglückliche Jugend gehabt. Und Mahler ist auch schwer, nicht? Nee, ich meine Wagner, Richard Wagner so. Die Musik ist nicht schwer, aber das Resultat dieser Musik ist ziemlich heftig. Ja? Das kann schon 40 Jahre dauern. Aber Wagner ist sehr hot im Moment, sehr populär, weil er neulich ein neues Stück von Wagner rausgekommen ist. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, Herr der Ringe von Wagner. Kennen Sie es? Das dauert lang, nicht? Boah. Mittlerweile 20 Stunden, kommen noch 2 Teile dazu. Genau wie bei der Oper von Richard Wagner, wie heißt der, Ring der Nibelunge, dauert 20 Stunden, 4 Tagen. Ist wunderbar. Und das ist ganz einfach zu erklären, die Geschichte. Es fängt an im Rhein, das hört man am Anfang, und im Rhein, da liegt ein Goldstück. Und daraus kann man einen Ring machen, wenn man will, und dann ist man Master of the Universe. Und das wird dann gemacht von Siegfried, nicht? Siegfried ist eine schöne Bursche, so. Ja. Langes Haar, Geige dabei und... Das ist Wahnsinn. Das ist alles Eifersucht. Jo, er spielt jetzt auch das Klavierkonzerto von Tschaikowski für Geige. Ja. Es ist nicht mal gestattet, aber er tut es. Und das kennen Sie natürlich, das Klavierkonzerto von Tschaikowski. So. Und dann... Tschaikowski hat damit gerechnet, dass André Gödacher spielen sollte, nicht? Deswegen hat er all diese Pausen so rein komponiert. Nach jeder 4 Noten gibt es eine Pause. 1, 2, 3, 4. Ohne die Pause ist das Stück nicht interessant. Dann klingt es ganz anders. So. Das kauft niemand, wenn man das so spielt. Aber es ist kürzer. Ja. Es ist viel kürzer. Wir nennen das Datakompression. Das hat mit dieser Zeit zu tun, nicht? Computersprache und so. Kann man das ganze Werk von Edvard Grieg kann man zusammenfassen in... Also, Siegfried kommt, die macht einen Ring aus diesem Gold, aber das Goldstück, das liegt im Rhein und das wird dann gestohlen auf einen Moment von der Zwerg Aldi. Das ist alles norwegische Mythologie, nicht? Aldi, das ist so ein Halbgott, Aldi ist ein außerendliches Kind von der Göttin Lidl. Ist gezeugt worden auf dem Berg Chibo im Karstadt irgendwo und der Gott Wotan will das nicht. Er will nicht, dass das Gold gestohlen wird und der legt einen Fluch. Wotan ist Geschäftsführer bei Schlecker und der will die Preise stabil halten und er legt einen Fluch auf diesem Gold und das geht durch die ganze Oper. Das ist alles. Und dann 20 Stunden lang. Die Fluch von Wotans hört man die ganze Zeit. So. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Auf Holländisch geht es besser. So Hopfere, Hopfere, Hopfere. Hopfere, Hopfere, Hopfere. Merde, Merde, Merde. Shit, shit. Bis zum letzten Teil, die Hopferdämmerung, ist noch immer die Fluch Wotans da, nicht? Aber die Musik ist okay, nicht? Doch, für wahr, es ist fast Jazz eigentlich. Doch, der Rhein geht so. So. Es dauert 8 Minuten. Dann geht dann Richtung Moldau so. Elbe. Es ist dasselbe Wasser als in Donau. Nordsee. Ostsee. Atlantische Ozean. Chinesische Ozean. Stiller Ozean. Rein. 1, 2, 3. Yeah. Gucken Sie ängstlich, meine Damen und Herren. So schlimm ist es nicht. Es ist Wagner. Lieben Sie Wagner oder nicht? Ja, zwei. Aber Rheingold. Und es ist kaum zu verstehen. Es ist eine Art Dialekt. Es ist vielleicht rheinländisch, was da gesungen wird. Das ist so. Das ist auch ein Erfolg, aber niemand versteht es. Aber das passiert öfters, ne? Ohne dass man es versteht, wird es ein Hit. Zum Beispiel bei uns ist sehr populär auch Herbert Grönemeyer. Die kennen Sie ja. Aber niemand versteht es bei uns. Ja? Hier auch nicht? Aber es ist sehr musikalisch, nicht, was er so singt, so... Ja, meine Herren, wir sind hier in der Kultur des Herren. Für die Herren wird die Kultur. Ja, die Herren für Kultur. Spontane Improvisation, das ist es. Das ist fast Friesisch. Das ist bei uns sehr populär, Friesisch. Wir haben auch Friesland, nicht? Das ist bei uns Ostfriesland. Oh, ne, hier Westfriesland, Ostfriesland. Das ist fast Schwedisch. Meine Eltern sind Schwedisch. Meine Familie redete immer so: Theatern har länge förfallit, mycket faller liksom konsten över huvudet. En biblia pauperum, en bibel i bild för dem som inte kunde läsa skrivet eller att riktigt teatern författarna lekmanna predikant som går på det tidens tankar i populär form så populär att medelklassen som huvudsakligt. Keine Ahnung, was ich sage, aber. Ja, mein Herr. Das ist ursprünglich ein italienisches Lied, meine Damen und Herren, von Eros Ramazzotti. Und so kennen Sie es wahrscheinlich. Machen Sie mit. Tiramisu, Tiramisu, und stracciatellame. Tiramisu, espresso, per lei, amore. Tiramisu, Tiramisu. Stracciatela me, lago maggiore, dai dai, menstruazione, lago maggiore, dai dai. Das ist bei uns auch sehr populär im Moment. Singen in Dialekt, Popmusik mit Dialekt und so. In Limburg, so an der deutschen Grenze, wird so gesungen. Beim Brun, Hündchen mit dem Schwarzstärke, eine Kirche ans Kot mit mich. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber wir machen jetzt ein holländisches Nummer der Voordeur. Das ist die Vordertür. Es geht ein langsames Nummer. Wir gehen ohne Fördern, gehen ohne Fördern. Sollen wir auch mal einmal a cappella springen, nicht? Ja, das ist eine Pop-Gewohnheit, nicht? Das macht ein Dirigent auch nicht mit seinem Orchester, so. Aber in Popmusik immer so. Also das war die Vordertür. Haben Sie noch eine Idee für eine zweite Strophe? Hintertür. Das schaffen wir schon, denke ich, Hintertür. Wir gehen durch die Hintertür! Zu schnell! Ja, ist gut. Noch eine letzte Strophe vor der Pause, meine Damen und Herren. Seitentür. Sehr poetischer Abend heute Abend. Wie gehen nur das? Ich übe noch. Ich übe. Wie gehen nur das Seitentür? Ja! Wie nur das Seitentür? Da waren wir stecken geblieben, nicht? Bei diesem Tempo von diesem Pianokonzerto und Zentimeter. Also versuchen wir jetzt noch einmal das Allegro con brio Versace. Also es kann der alte Mann und Troppo di Fellatio. Also ja, ich bin nicht so gut in Italienisch, meine Damen und Herren. Das kann ich nur auswendig. So Lolita de Vere Toscanini con i suoi capelli caribiondi con i bocca della ragazzina estremamente sensibile che non faceva mai muso perché per questo è troppo in occhi Lolita, ne fu triste, cosa era successo? Il suo fagotto che un solo amore per affrontare la menstruazione. Tampax. Also, das Tempo ist ungefähr. Ja! Dankeschön. Danke vielmals. Toll. Ja, wirklich. Ich habe übrigens noch was vergessen mit dieser Siegfried-Geschichte. Ja, diese schöne und mit die Geige und so, aber die Musik ist auch großartig, die Wagner da geschrieben hat. Ja, Siegfried ist wirklich ein Held und der kommt aus einem Sturm, um die Sache zu retten, um die Ring zu machen. Und das geht wirklich ganz heftig. Wagner. Siegfried. Hat noch etwas vergessen. Geht er wieder. Sein Schwert. Riders on a storm. Riders on a storm. Libido a norm. Riders on a storm. Nicht so uniform. Riders on a storm. Libido a norm. So do mi fa sol la si de, libido fa sol la si do. Ja, das ist eine Tonlage, ja. Dankeschön. Müssen wir das DNA entfernen. Aber damit hat Michael Jackson all seine Musik komponiert. So do mi fa sol la si do. Aber Siegfried ist ja der tolle Name, nicht? Ist besser als Hans, finde ich persönlich. Für einen Held, nicht? Kennen Sie ein Lied mit Hans? Händchen klein. Händchen klein. Vielleicht können Sie singen, meine Damen und Herren, Händchen klein. Auf die weite Welt hinein. Auch immer von den Damen gesungen. Es ist ganz peinlich. Es ist peinlich. Es ist kein Heldennamen, Hans, nicht? Beatles haben nie gesungen. Hans! Need somebody! Hans! Nein. Nein. Elton John hat nie so gesungen. Es gibt wenig Lieder mit Hans. Du, immer dummer Hans. Haben wir viel Hansen in euer Haus heute? Da sitzt ein. Entschuldigung? Ah ja. Können Sie meine ersten 4 Takten vorsingen, nicht? Dann mache ich hier... Hans ist immer so, Hans geht... Es geht ein Oper mit Hans. Hans Sachs und die andere? Hänsel und Gretel, ja. Hänsel und Gretel von der berühmte deutsche Komponist Engelbert Humperdinck. Ich habe hier ein Bild davon. Engelbert Humperdinck. Viele Oper komponiert, Another Time, Last Waltz. Und da gibt es ein schönes Lied, Gretel sieht an Hans, nach all diesen Sachen in Käfig und so, mit Festbinden und so. Haben Sie da Fantasien, meine Damen und Herren? Und mit welcher Musik machen Sie das dann? Oh, Bolero, schaffen Sie das zu Ende, oder? Das heißt anders, wir nennen das Klassik SM. Aber dann seht Hans, Gretel seht Hans und dann singt sie das gewinnende Lied so. I met a man on Monday and my heart stood still. The two run, 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 the two run, run. Somebody told me that his name was Hans. The two run, run, run. Das ist ein starkes Lied, das ist wirklich. Aber die Oper, kennen Sie die Oper? Hansel und Gretel? Wie geht's nochmal? Hansel und Gretel gingen durch den Wald. Und die waren ganz hungrig. Und auch nichts zu essen. Glücklicher Zufall war das. Und Mami hat gesagt, geh mal tief in den Wald suchen nach Essen. Und komm mal niemals mehr zurück. Haben wir auch mal Zeit füreinander. Vati und ich. Seit ihr bei uns bist, haben wir keine Zeit mehr. Mami! Bleib mal lange weg. Übrigens, sagte Mutti, wir werden uns trennen. Nein, Mami, nicht trennen. Nein, nicht wir. Ihr sollt weg. Tolle Oper, ne? Ist für Kinder. Geht's weiter, ich weiß nicht mehr. Das ist ein spontaner Einfall, aber Hansel und Gretel gingen, hey, da war der Bundeskanzler. Hey! Was machen Sie hier im Wald? War noch immer hungrig. Hey, sagte Hans, da ist ein Nussknacker. Ein Nussknacker. Nussknacker, hast du etwas zu essen für uns? Nein, ich muss Nüsse knacken. Aber ein wenig weiter, da lebt eine alte Oma. Das ist keine alte Oma, sagte Gretel. Das ist Michael Jackson, das ist noch schlimmer. Nein, ich will nicht schlafen. So, sagte die Hex, Hans und Gretel, Knibbel, Knabbel, Knäuschen, komm mal in mein Häuschen. Hans, du im Käfig, und Gretel soll putzen. Auch links. Das Klappe. Am nächsten Morgen. Es geht schnell, ne? In diesem kleinen Dorf Oldenburg, an diesem berühmten Fluss. Die Donau, war auch die Hexe hungrig geworden, ihr Magen knurrte. Sie sah gefährlich aus. Und die hörte ein Signal im Wald. Pizzaservice. Aber die wollte kein Pizzaservice, sie wollte eine neue Nokia 3810. Aber 83, aber nein, Hans, sagte sie zu Hans, stech etwas Essbares durch die Gitter. Yummy, yummy, yummy. Hast du eine kleine Kreditkarte? Mann, Junge. Komm, Gretel, wir werden ihn fertig machen in den Ofen. War zu heiß. Die Hex fiel in die Flammen. Ah! Und so waren sie gerettet und auf einen Schwan flogen die nach Hause. Tui organisiert. Und dann sah Gretel Hans und dann sang sie das gewinnende Lied. I met him on a Monday, my heart stood still. Run, 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 the two run, run. Somebody told me that his name was Hans. The two run, 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 the two run, run. Yeah, my heart stood still. Yeah, and his name was Hans. Yeah, and he brought me home. The two run, 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 the two run, run. The two run, 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 the two run, run. The two run, 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 the two run, run. The two run, 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 run. Schön, ne? Alles toll. Das können Sie auch, meine Damen und Herren. Haben Sie die Melodie übrigens erkannt? Die Begleitung? Hard Day's Night? Nein, das geht so. Aber man kann an die Begleitung, kann man die Song erkennen, nicht? So, kennen Sie dies? Penis. Penis? Venus. Ah, habe ich falsch verstanden. Kennst du Penis? Wie Bush gesagt, we've got him. Und, 1, 2, 3, 4. I've got das Nummer erkannt. Kennen Sie das Nummer? Gloria. Wild Thing? Nein, Gloria ist es, glaube ich. Hier, Gloria. 3, 4. Nacht, Freunde. Gut? Ich dachte, Sie kennen alles, meine Damen und Herren. Oh, ich habe keine Luft mehr. Das geht automatisch Vakuum, nicht? Ich war es nicht mehr gewöhnt, meine Damen und Herren. Ja, früher hatten wir alle so ein Ding, nicht? Jeder Sänger hat so ein. Bob Dylan und ich, wir hatten so ein Ding. Wir hatten keinen, wie nennt man das, Kieferspezialist oder Kieferzahnarzt. Wir spielten Mundharmonika. Und jetzt haben nur noch die Kinder so, nicht? Das sind musikalische Kinder auf die Schule, mit so einem Spanger so an. Aber das ist ein tolles Instrument, kostet nicht viel und es klingt großartig. Das ist cool. War nicht ganz sicher, glaube ich, oder? Es geht den ganzen Abend schon so, aber ist alles Vollplayback. Aber deswegen sind Sie nicht gekommen, meine Damen und Herren. Sie sind gekommen wegen die klassischen Komponisten natürlich. Und das ist auch gut so, nicht? Das macht die Leute ruhig. Es ist angenehm anzuhören und es hat einen gewissen Style, eine gewisse Klasse. Welche Komponisten darf ich bestimmt nicht mehr vergessen heute Abend, die Sie unbedingt hören wollen? Stravinsky wieder? Oh, Lewinsky haben Sie gesagt, oder? Schnittke. Hm. Und welches Stück von Schnittke hatten Sie gerne? Schnittke. Ich spiele mal ein ganz unbekanntes Stück von Schnittke. Schnittke hat das selbst auch nie gehört. Ja, das war's. Das war Schnitt. Nein, das war Arvo Pärt. Das war Pärt. Das war nicht Schnittke, das war Arvo Pärt. Aber, also noch andere Komponisten? Chopin, Diabelli? Satie. Das, was, Gymnopädie von Satie, meinen Sie? Das ist schön, das ist ganz romantisch. Bearbeitet von Schnittke. Sind Sie noch da? Das klingt ganz schön, nicht? Aber es ist einfach schlecht vorbereitet. Satie ist schön, aber der Mozart auch nicht. Es gibt viele. Klassische Musik macht die Leute ruhig. Es gibt dann Anlass zu Meditation und Introspektion und solche dreckige Sachen. Und wenn man das gut spielt, ist es ganz toll, nicht um ein bisschen so zu traumen. Das Rachmaninoff. Bin. Mozart. Fats Domino. Aber es bleibt stehen, nicht? Es bleibt Mozart. Es ist immer schön. A-Dur. Wird in Zukunft benutzt für Fußballwettkämpfe, sogenannte Risikomatches zwischen zum Beispiel Holland, Deutschland, um die Hooligans ruhig zu kriegen, nicht? Und das funktioniert mit klassischer Musik, das haben Sie schon heute Abend gemerkt. Und die schlimmsten Hooligans waren still, ne? Und dann ein Riesenstadion, 70.000 Zuschauer und dann ein Flügel in der Mitte und dann diese Experimente. Champions, ole, ole. Das ist St. Pauli, glaube ich, oder? Das Vorteil bei Mozart ist, dass man an die Musik hören kann, wo er es komponiert hat. Es ist so deutlich, man kann es hören, wo er es geschrieben hat. Wo denken Sie, dass er dies komponiert hat? Die haben wirklich jeder reingelassen heute Abend, das ist wirklich schlimm. Holland. Nein, das klingt auch, wenn ich an Holland denke, dann... Dann sehe ich die Berge. Matterhorn. St. Bernhard. St. Gotthard. Holland. Da sehe ich unsere Königin so. Nein, nicht in Holland und auch nicht in Nashville, wenn Sie zum Beispiel denken, er war in Nashville gewesen. Mozart war in Amsterdam gewesen, aber auch nicht in Nashville, denn dann klinge es so. Dieter Bohlen Mozart. Ich meine, welche Hauptstadt Europas? Wien natürlich, da lebte er, nicht? Ja. Das Leben ist ab und zu einfacher, als man denkt, nicht? Und auch wenn Sie es nicht wissen, Sie können es hören. Sie können... Ja, das ist die Donau wieder. Könnte auch Budapest sein, aber es ist Wien. Und die Donau ist in das ganze Werk Mozart anwesend, nicht? In all seine Stücke. Immer die Donau, immer diese Dreiklang. Mozart hat auch dies komponiert. Flipper, Flipper. Delfin aus Österreich. Also, es war in Wien. Und was war los an diesem Tag? Hat Geburtstag. Aber er sollte arbeiten, denn die Musik war noch nicht fertig. Hat Geburtstag. Das war seine Mutter. Die wurde verrückt. Ein hyperaktives Kind wie Mozart. Ja, zu viel Energie, zu viel Zucker und so. Zu viel Fernsehen geguckt, zu viel Playstation. Wirklich Mozart zu hören. So spielt ein Kind nicht. Ne? Ein Kind spielt so. Das ist normal, ja? Also er hat Geburtstag und seine Mutter war nervös, er war immer auf Tournee. Wo war Mozart auf Tournee? In der Türkei. Wie wissen Sie das? Das kann man hören, nicht? Ich hatte einen türkischen Freund begegnet. So. Kleine Kemal. Und was hat Kemal in seinem Hand? Ein Nokia. Das ist alles nicht wahr. Das, Nokia ist auch kein Komponist aus Finnland, natürlich. Das ist Johann Friedrich Nokia. Das ist übrigens bekannt. Nokia ist eine bekannte Komponistenfamilie. Und die hat wegen dem Saunatines. Kennen Sie Saunatines von Nokia? Saunatine? Aber kennen Sie noch andere Komponisten aus Finnland, meine Damen und Herren? Sibelius? Was kann ich spielen von Sibelius? Nichts. Aber das ist ein kleines Land mit viel Wasser, vergleichbar mit Holland eigentlich. Wir haben auch sehr viel Wasser. Kommt alles aus Deutschland. Und kennen Sie holländische Komponisten? Zweling. Ja, das ist sehr alt, nicht 1623, glaube ich. Zweling. Mein junge Leben heeft een eind. Mijn vreugde en mijn leed. Mijn arme ziel is aan zijn eind. Die het nog zo goed deed. Sehr alte Musik. Kennen Sie noch andere holländische Komponisten? Marco Borsato. Die kenne ich nicht mal. Das, wir haben viele, aber wir sind nicht stolz darauf, wir spielen die nie. Ich weiß, ja, hier ist das normal, nicht? Auch moderne, Schockhausen wird auch gespielt. Wir haben auch viele moderne holländische Komponisten, zum Beispiel Louis Andriessen. Kennen Sie Louis Andriessen? Nein, der ist in Der ist in 1974 berühmt geworden mit einem, das war der Provo-Zeit, nicht? Also Studentenaufstand und so, Paris, Amsterdam. Und da war ein Rhythmus, das kannte jeder, das ging so. Machen Sie mit, ja. Cha, 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 bam, 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 cha, 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 cha. Oh, das ging damals nicht so disziplinär, meine Damen und Herren. Die Rhythmus war verpflichtet, nicht? Auch wenn man in so einem Saal wie hier Chopin spielen möchte, dann ging das ganz anders. Das war politikkorrekte Musik, nicht? Aber ja, Louis Andriessen ist also bekannt geworden mit der Volharding, der Ausdauer, übersetzt auf Deutsch. Und das ging so, das 1974, das war sofort ein Hit, jeder kannte es. Das war Zugabe. Das war damals auch die Reaktion. Wollen Sie das Ende hören? Ja, das war es nicht. Das war es nicht. Für Elise darfte man nicht spielen. Das war bourgeois nicht. Für Elise, da spielte man so. Aber sehr langes Stück, also die Langspielplatte war gerade erfunden. Ohne die Langspielplatte war diese Musik nicht möglich. Ja? So Minimal Music, so. Das ist nicht denkbar ohne die Langspielplatte. Und die Pille war gerade zugänglich geworden für alle, also die Nummerchen wurde sowieso länger. Und unterstützt mit Musik, nicht? Viel lange Musik. Dann kennen Sie dieses Stück wahrscheinlich auch. Mike Oldfield, ja, Tubular Bells, wunderbar. Das Nummer steht auf der Schlafzimmer-Hitparade. Die gibt es wirklich, Schlafzimmer-Hitparade. Diese Musik sind Generationen gezeugt worden. Können Sie sich noch daran erinnern? Es dauert eine Stunde. Es war der Anfang von Virgin Records. Mike Oldfield. Ah, das ist spannend. Ah ja. Eine Stunde, meine Güte. Aber das gibt es wirklich, die Schlafzimmer-Hitparade. Welche Musik drehen Sie selbst gerne, meine Damen und Herren, während der Kohabitation? Entschuldigung? Cage 433. Das muss ich der Polizei melden. Aber Sie haben die Bolero schon erwähnt, nicht? Bolero steht Platz 3 auf dem Schlafzimmer-Hitparade. Doch. Das geht dann so, nicht so. Geht's zu schnell? Ja, es ist Ihre Arbeit, meine Damen und Herren. Können Sie noch mal das Tempo mal bestimmen? Oh, das ist schnell. Weiß Ihre Frau davon, dass die Bolero. Hoppa! Hopp, hopp, hey! dass Sie auch dabei klatschen, meine Damen und Herren. Das immer schneller nach dem Ende. Wie wird das in Hamburg gemacht? So, ja. Also die Bolero auf die Schlafzimmer-Hitparade, Platz 3. Noch mehr Musik, die Sie benutzen? Entschuldigung? Blues. Ist das so schlimm? Und wer spielt dann das Saxophon? Blues ist okay. Ja. Blues und Erotik, mal gucken, wie das geht. So. Es dauert und dauert. Da kommt der Klimax. Wenn man dann einander dann länger kennt, dann spielt man Boogie Woogie, nicht, oder? Das ist ein schneller Blues. Mach mal mit, ja? Bolero, ein Blues, noch andere Musik? Satisfaction. Das ist doch nicht mein Problem, das sollen Sie selbst organisieren. Das war nicht im Vertrag. Ja, Satisfaction hat der Pfarrer nicht gesagt. Satisfaction. Und dann nur mit links. Satisfaction. Noch mehr klassische Stücke vielleicht? Je t'aime. Ist das eine Mitteilung oder ist das ein... Je t'aime moi non plus, meinen Sie, nicht? Das ist ein Widerspruch, nicht? Ich liebe dich, aber ich auch nicht. So sind die Franzosen, nicht? Das ist immer... Je t'aime moi non plus. So. Ich spiele es nur, es ist nicht wirklich so. Das Theater, ne? Da wird ziemlich wenig gesungen in diesem Lied, ne? Aber Sie können trotzdem mitsingen, meine Damen und Herren. Noch einmal. Das haben Sie noch nie mit so vielen Leuten zur gleichen Zeit gemacht. Das ist schlimm. Oh. Hast du schon eine Freundin? Oder? Je t'aime moi non plus. Aber die Franzosen haben das erfunden natürlich. Kennen Sie noch mehr französische Musik, die da sehr geeignet ist? La Vie en Rose. Mache ich die begleiten, singen Sie die Texte. Ne? Geht's noch? Was passiert hier? Kann ich mehr Security haben hier? Das ist Ja, die Kombination ist gut, aber gut gesungen. Aber kennen Sie dieses Stück von Claude Debussy? Das ist französisches Mondlicht. Das ist ganz anders als deutsches Mondlicht. Das klingt so. Ich bin das Licht. Die Franzosen sind plus transparent, nicht? Ils sont fous, les Gaulois, Astérix. C'est plus arabesque. Französische Chanson hat auch das, nicht? Oh Madeleine, j'ai une érection jusqu'au plafond, je te pardonne. Oh Madeleine, j'ai une érection jusqu'au plafond, je ne suis pas Alain Delon. Aber das kann man alles mit Musik stimulieren. Noch habe ich noch Stücke vergessen? Marseillaise. Singen Sie dann auch die Piccolo-Partie, die also Marseillaise. Regelmäßig, das geht nicht. Mit Take 5 geht es auch nicht so. Spiel mal mit, Jungs. Ohne Saxophon ist es nicht so interessant, das stimmt. Und es gibt auch eine Bearbeitung von André Rieu, nicht? Sehr populär, die Radetzky-Marsch. Und 80% macht es mit Minutenwalzern. Doch. Und, 80% bewiesen. 10% ist kleine grüne Kaktus. Aber es ist eine französische Erfindung. Das ist in Versailles entstanden natürlich. Wie heißt dieser Sonnenkönig nochmal? Louis de Funès. Louis XIV erwartete seine geliebte Marie Antoinette. Und wo kommt die her? Ich weiß nicht. Und er lag so in so einem Louis XV Bett. Eigenartig ist es eigentlich. Das ist das Bett seines Sohns. Michael Jackson schlief so daneben und das wurde alles live begleitet, das ganze erotische Leben von Lully. Ich meine nicht von Lully, von seinem Hofkomponist mit einem großen Orchester, Jean-Baptiste Lully. In Holland ist das ein Witz, hier nicht, aber übersetzt ist es François Pimel oder so etwas, nicht? François Copulin. Also begleitet von Lully, die spielte auf ein Virginal. Ja, man hatte früher nichts anderes. Das war ein Virginal, so ein Klavier, worauf noch nie gespielt worden ist. Und das wurde langsam aufgebaut und das Ende war immer fest. Protokollgemäß immer dasselbe Ende, so Halleluja, 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 Halleluja. Weniger gloriös gegangen wäre. So, no milk today, my love is gone away. Könnte auch passieren. Und es ist nicht alles wahr, was ich spiele, meine Damen und Herren. Und dann kam Marie Antoinette rein, so. When I get late wurde das langsam aufgebaut von Lully. Also blöde Telefon dadurch. Das war zu früh. Prämature. Und dann spielte Couperin die Bolero. Schlagzeuger im Schlafzimmer. Am Schlagzeug Martin Klaver. Und am E-Bass André Verschluss. Yeah.